ich kann wirklich sagen, ich kann hier sitzen und bezeugen, ich habe Gott nicht gesucht, auch da drinnen noch nicht. Es gibt immer dieses typische, da sagen die Leute, ja, im Knast suchen sie dann alle letztendlich Gott, das ist nicht wahr. Ne? Also Gott hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Eine Lebenswende um 180 Grad. Das können nicht viele Menschen vorweisen. Bei unserem heutigen Gast kann man das mit Fug und Recht behaupten. Als Drogenhändler in Kolumbien war sein Fokus das schnelle Geld, sein Fokus war Sex. Heute hat er einen anderen Fokus. Er predigt über sein Leben, er predigt über seinen Glauben an Jesus Christus. Über all das wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Nils Petersen. Vielen Dank. Drogendealer in Kolumbien, da muss man erstmal schlucken. Da denkt man an Medellin, man denkt an Pablo Escobar. Und die Assoziationen sind auch nicht aus der Luft gegriffen. Du warst wirklich mittendrin. Wie ist das damals gekommen? Ja, es ist ein längerer Weg natürlich dahin gewesen. Ich bin sehr früh auf die schiefe Bahn geraten. Schon mit 14, 15 bin ich angefangen, auf der Schule Gras zu verticken, weil ich es auch selber konsumiert habe. Und das ging dann ganz schnell irgendwie von Gramm zu 100er Beuteln und dann auch zu Kilos. Und mit 18 war ich dann in der Stadt, in der ich lebe, schon eine große Nummer. Und auch in der Region hat man sich einen Namen gemacht und habe dann auch angefangen, härtere Drogen zu verkaufen. Also Amphetamin, Kokain auch. Und ich glaube, jeder weiß, dass das Ursprungsland für dieses weiße Dreckszeug halt Kolumbien ist. Und so habe ich mich aufgemacht 2007, 2008 das erste Mal. Bin dann nach Kolumbien geflogen. Eigentlich war die erste Motivation meine erste kolumbianische Freundin, die ich kennengelernt hatte. Aber auch natürlich mit dem Hintergedanken, dort auch irgendwie eine Quelle anzuzapfen. Und sehr naiv eigentlich, aber das ging dann doch irgendwie auch schneller als ich gedacht. Und ich hatte da Männer kennengelernt, die in kartellähnlichen Strukturen tätig waren, paramilitärischen Strukturen. Und mit denen habe ich dann die Ideen, diesen Drogenhandel, den ich schon in Europa groß durchgeführt habe, dann halt noch internationaler gemacht. Ja, du hast gerade erzählt, also du hattest eine Freundin, die kam aus Kolumbien. Und du bist relativ naiv, hast du gerade gesagt, da hingefahren und hast das so angezettelt. Hätte auch böse enden können direkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte so diesen Film Blow mit Boston George im Hinterkopf, wo er einfach nach Medellin fliegt, Pablo Escobar kennenlernt. Und es war dann so, ich habe dann wirklich einen kennengelernt, der war dann schon etwas höher rangiger, hatte viele Leute unter sich arbeiten. Und als die uns abgeholt haben, um ihn das erste Mal kennenzulernen und mit zwei schwarzen SUVs vorgefahren sind und mittags uns im Park in Bucaramanga, wo halt meine erste Freundin gelebt hat, uns abgeholt haben, gesagt haben, steigt mal ein, und wir dann in die Innenstadt von Bucaramanga gefahren sind, so, da dachte ich auch, okay, so, jetzt könnte aber alles passieren. Also, aber man hat es dann doch irgendwie alles durchgezogen. Es war irgendwie eine große Sache, der man so hinterher geeifert hat. So, ne? War das auch ein Kick? War das auch voll. Was Erstrebenswertes, irgendwie bei den Gangstern, bei den richtigen Gangstern zu sein? Ja, es war Adrenalin. Adrenalin war auch in meinem Leben immer eine Sache, die einen natürlich einen besonderen Kick gegeben hat und einen Push gegeben hat. Aber die Angst war natürlich auch irgendwann komplett ausgeblendet. Und man war auch bereit, in dieser Zeit, in dem Level, auf dem man denn war, in dem Leben, wo man schon wusste, okay, jetzt kann alles passieren, war man auch auf solche Sachen eingestellt. Mhm. Man war bereit, vielleicht sogar auch dafür zu sterben. Wie sah dein Leben dort aus? Wie war so der Alltag? Also als ich noch in Bucaramanga gelebt habe mit meiner ersten Freundin, noch ein bisschen entspannter. Als es dann aber mit ihr auseinanderging, bin ich nach Medellin gezogen. Ich glaube, Medellin ist jedem bekannt, auch wegen den Serien Narcos und Pablo Escobar etc. Und ja, Medellin ist einfach eine wunderschöne Stadt, aber wenn man da ein Single-Mann ist und es drauf anlegt, Partys zu feiern, viele Frauen zu haben, dann schluckt diese Stadt ein. Und sie hat mich geschluckt. Und
ja, ich habe mich da voll verloren in Partys, in Drogen, in Frauen. Habe selber einen Club aufgemacht in der größten Partymeile im Parque Deras. Ein Club Dubai Disco Bar Lounge habe ich den genannt. Das war vielleicht sogar die erste Shisha Lounge mit Club und mit allem drumherum in Kolumbien. Und ja, hatte einfach ein verrücktes Leben so, ne? Ja, aber da einen Club aufzumachen, da sich so in diese Strukturen reinzubegeben, da gehört ja auch ein bisschen was zu. Ne? Das ist jetzt ja, das würde jetzt Otto Normalbürger in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so anstreben. Ja. Was hat für dich damals so den Reiz ausgemacht? War das dieses schnelle Leben, dieses für den Moment Leben? Ja, und vielmehr noch das schnelle Geld. Also ich hatte diesen Traum, diese Illusion, kann man ja sagen. Ich will einmal richtig abcashen, will richtig paar Millionen machen, denn meine Mansion in der Karibik haben und dann steige ich aus. Das ist halt das, was man immer hört in diesem Drogenhandel. Ich will nur noch meinen Hack verdienen und dann steige ich aus. Aber ich habe in meinen ganzen Jahren, wo ich dort tätig war, nie jemanden aussteigen sehen, der jetzt ganz friedlich in seiner Villa lebt und nichts mehr damit zu tun hat. Das ist einfach eine große Blase, an die man glaubt, alle mit dem man so zu tun hatte, sind da wirklich teilweise dabei draufgegangen. Partner von mir wurden erschossen und erstochen dort drüben oder jahrelang im Gefängnis und oder sind auf der Flucht. Also es gibt da nicht diese schön saubere Ausstieg. Ich gehe jetzt mal an Rente vom Drogenhandel. Das ist eine Illusion. Ich habe da gerade so die Assoziation eines Spielsüchtigen, der sagt, ich werfe das Geld in die Maschine und irgendwann kommt der ganz große Gewinn und dann gehe ich raus. Ja. Kann man das ein bisschen vergleichen vielleicht? Ja, nur halt wesentlich größer. Ne? Ja. Das ist eine Sucht. Auch wenn man dann mal wirklich einmal auch ausgecasht hat und dann in einer Woche so viel Geld verdient hat, wie ein Spitzenmanager vielleicht nicht mal im Jahr verdient. So, denn das macht was mit einem. Das macht den... die Realität mit Geld und mit Wert umzugehen, macht es komplett kaputt. Ja, mit dir hat es auch was gemacht, auch in Kolumbien. Du bist nicht mit heiler Haut davon gekommen und auch dein Partner nicht. Magst du uns davon erzählen? Ja, also wie ich schon sagte, der, den ich dort in Bucaramanga kennengelernt hatte, der wurde gekidnappt und erschossen, weil es ein Geschäft schief lief und er musste dafür bezahlen. Und ja, der andere Partner, mit dem ich dann die Geschäfte weitergemacht habe, der wurde in Medellin gekidnappt. Und bei diesem Treffen sollte ich eigentlich dabei sein. Aber ich hatte verschlafen. Gott sei Dank, kann man so sagen. Und ja, er war komplett verschwunden für mehrere Wochen. Ich hatte aber ein Geschäft angeleiert mit Leuten von der Küste und ich musste jetzt für dieses Geschäft auch gerade stehen. Und er wollte eigentlich investieren in das Geschäft. Ich hatte zu der Zeit nicht dieses Geld, um zu investieren. Und ich habe dann nur gesagt, wartet bitte 2 Wochen. Wir ziehen das durch, aber ich muss jetzt erstmal das Geld auftreiben. Und da musste ich einfach eine ganz schnelle Nummer machen. Und habe mich dann selbst ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, bin dann los mit einem Backpacker-Rucksack mit 600 Gramm Base, einem Vorprodukt von Kokain. Base heißt es? Mhm. Ja. Was wir eingeschmiert haben, halt in einen doppelten Boden, einen Boden, der in einem Boden vom Backpacker-Rucksack drin eingearbeitet ist. Und ja, bin dann am Flughafen in Bogota damit hochgenommen worden und wurde festgenommen. Ja. Und das war dann ja, Endstation. Große Show vorbei. Was hatte ich dann erwartet? Sofort der Haftrichter. Ich kam sofort von Haftrichter. Der hat mir 8 bis 12 Jahre gelesen. Und das war natürlich erstmal eine richtige Klatsche im Nacken. Ne? Ich hatte aber immer noch diese Hoffnung auch in mir drin. Ja, nee, ich bin ja hier in Kolumbien. Ich habe gute Leute draußen. Es ist halt ein sehr korruptes Land. Ich kann hier bestimmt was drehen. Und aber ja, dann nach dem Haftrichter kam ich dann in den größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens, La Modelo in Bogota. Zu der Zeit 2011, als ich dort einsaß, waren mehr als 10.000 Häftlinge dort drin. Und es gibt nur Kapazität für 3.000. Also es sind menschenunwürdige Verhältnisse gewesen. Die Männer haben teilweise in den Fluren geschlafen, wie Sardinen, bis unter die Pissoirs. Grausam.
Ich glaube, Zellen gab es nur gegen Bestechung des Wachpersonals. Ne? Ja, musste man sich kaufen. Ne? Also bei den Wächtern kaufen oder halt anderen Gefangenen abkaufen. Ich habe meine Zelle gekauft gleich am Anfang, habe mich auch gut eingerichtet. Also ich habe mir einen gewissen Komfort auch gekauft. Ich hatte auch mein Smartphone da und mein Handy und habe mir Essen reinbringen lassen, weil das Essen da drin wirklich auch ganz, ganz schlimm war. Aber auch das Essen isst man, wenn man 3 Tage nichts gegessen hat. Ja, da war ich angekommen, wirklich in der Hölle auf Erden. Suizide, glaube ich, auch? Ja, auch teilweise Suizide und teilweise auch Morde. Ne? Also jetzt nicht in unserem Hof, in dem Patio Tres, also in dem Hof 3, in dem ich dann saß, da waren halt zur Hälfte Ausländer und alle wegen Drogenschmuggel. Also von überall her, ne? Spanier, Italiener, Mexikaner, von überall her. Und die andere Hälfte waren Kolumbianer, die ein bisschen mehr Geld hatten, die sich dort in diesen Hof reinkaufen mussten. Auch hauptsächlich alle wegen Drogenschmuggel. Deswegen ging es bei uns im Hof etwas gesittlichter vor. Also es gab jetzt nicht jeden Tag Messerstechereien, kam auch mal vor. Aber in dem Nebenhof, in dem Hof 4, zu dem wir auch durch die Fenster gucken konnten, also da war jeden Tag waren da Messerstechereien und grausame Sachen, die man da mitbekommen hat. Da saßen 4000 Leute in einem Hof, bei uns waren 900 und die Höfe haben Platz für 500 Mann. So. Was hat dir Hoffnung gegeben in der Zeit? Anfangs, die ersten Tage, war das einfach Ankommen. Wie funktioniert das hier? Wem kann ich vertrauen? Wie mache ich das mit dem Geld? Wie kann ich mir die ganzen Sachen hier drin leisten und bezahlen? Und da war es erstmal so ein Abchecken. Und ich habe dann wirklich Gnade Gottes erfahren dürfen. Denn gleich in den ersten 10 Tagen habe ich Jesus Christus kennengelernt. Und zwar war das, ich kann wirklich sagen, ich kann hier sitzen und bezeugen, ich habe Gott nicht gesucht, auch da drinnen noch nicht. Es gibt immer dieses typische, da sagen die Leute, ja, im Knast suchen sie dann alle letztendlich Gott. Das ist nicht wahr. Ne? Also Gott hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Wie hat er dich gefunden? Ja, ich stand dort um 6 Uhr morgens in der Zählung. Wir wurden nämlich jeden Morgen um 6 Uhr morgens gezählt, mussten uns in 5er-Reihen aufstellen. Und wie ich schon sagte, ich hatte eigentlich gar nicht vor, irgendwie Gott zu suchen oder in einen Gottesdienst zu gehen, denn nämlich nach der Zählung gab es die Möglichkeit, in 2 Gottesdienste zu gehen oder auch noch andere Aktivitäten zu machen. Es gab den römisch-katholischen Gottesdienst, sehr typisch halt für Kolumbien, und es gab einen evangelischen Gottesdienst. Und ja, wirklich, ich kann sagen, so eine förmlich eine Kraft, ich weiß heute, wessen Kraft das war, die Kraft des Heiligen Geistes, die hat mich dann in diesen Gottesdienst förmlich hineingezogen. Ich habe mich dann in die hinterste Reihe gestellt, habe einen Mithäftling, der wirklich jeden Tag dort treu gepredigt hat, habe ich das erste Mal in meinem Leben das Evangelium gehört, das er gepredigt hatte dort. Und ja, als ich gehört habe, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und die Strafe bezahlt hat, die eigentlich wegen meinen Sünden auf mir lag, und dass er am 3. Tag auferstanden ist von den Toten und somit uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben wirklich ganz klar und deutlich zeigt. Und dass es wirklich Vergebung der Sünden gibt, weil der Vater, Gott der Vater, dieses stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz auch angenommen hat. Da wusste ich, es gibt nur einen einzigen, der mir helfen kann und der mich retten kann. Also erstmal helfen aus meiner Situation dort im Gefängnis, aber auch retten kann in alle Ewigkeit. Und ich habe das Ehrlichste gemacht, was man tun kann. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, oh Herr, dann gebe ich dir mein Leben. Du siehst, ich habe mein Leben bis hierhin alleine einfach nur wirklich verbockt. Und mein Leben gehört jetzt dir. Ich gebe mich dir ganz hin und ja, bitte helf mir und rette mich. Und das hat er getan. Jetzt warst du ja noch weiterhin im Gefängnis. Mhm. Hat sich in deiner Situation dann im Gefängnis unmittelbar auch was geändert? Naja, von den Umständen her erstmal natürlich nichts. Klar. Also ich wurde jetzt nicht irgendwo an die Karibik gebeamt. Wäre schön gewesen, aber das war nicht der Plan, den Gott mit mir hatte. Er wollte dann doch noch, dass ich ihn auch da drinnen noch mehr kennenlerne. Auch draußen hatte ich oftmals auch schon von Jesus gehört. Zwar noch nicht so wie dort drinnen, aber das ging dann hier rein und gleich wieder raus, ne? Weil dieses schnelle Leben einfach mich gar nicht so diese Ruhe gegeben hat, dass ich da zuhören konnte. Naja, und also die Umstände im Gefängnis hatten sich nicht verändert, aber ich habe in demselben Moment, wo ich mein Leben Jesus hingegeben habe und Buße getan habe,
habe ich einen Frieden gespürt und eine Erfüllung, die ich in meinem Leben noch nicht gespürt habe vorher. Und die ich auch verzweifelt in allen möglichen Sachen gesucht hatte. Also in Geld, in Macht, in Frauen, in Partys und Drogen. Aber halt, es war nur ein vorübergehender Frieden und Erfüllung. Und dann war das wieder weg, ganz schnelllebig. Aber das ist ein Friede und eine Erfüllung, die ich dort spüren durfte, die seitdem anhält. Und ja, immer noch kann ich davon bezeugen und lebe aus diesem Frieden und aus dieser Erfüllung, die Gott mir gibt. Und somit haben sich die Umstände zwar nicht verändert, aber der Blick auf die Dinge, die Perspektive auf die Dinge, aus Hoffnungslosigkeit wurde wirklich Hoffnung und aus Angst wurde Mut. Und so wusste ich, jetzt ist Gott mit mir und er begleitet mich durch diese Zeit hier durch. Gleichwohl war das ja kein gerader Weg dann auch, den du dann weiterhin vor dir hattest. 8 bis 12 Jahre, hattest du gerade gesagt, hat der Richter verhängt. Du bist dann, glaube ich, wegen guter Führung früher rausgekommen. War das dann so, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich mit Jesus, jetzt lebe ich ein ganz anderes Leben? Es war der Plan. Es war der Plan. Ja, der Wille war da. Ja. Aber das Fleisch, die Begierden von mir, die waren dann doch wieder auf einige Sachen in der Welt gerichtet. Also ich hätte eigentlich noch 1,5 Jahre in Kolumbien meine Bewährung letztendlich bleiben müssen in dem Land, hatte aber zu große Sehnsucht, meine Familie zu sehen und bin dann über die Grenze nach Venezuela, habe den nächsten Flug von Caracas nach Frankfurt genommen. Ich bin am 24. Oktober 2013 auf guter Führung entlassen worden, nach 2,5 Jahren Knast. Und ja, bin am 13. November 2013 wieder in Flensburg gewesen. Meine Eltern haben mich wieder aufgenommen. Ja. Auch wirklich eine ganz große Sache, wo ich sehr dankbar bin. Aber nun war ich wieder in Flensburg, im grauen, verregneten Flensburg. Kein Geld auf der Naht. In meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern. Und alte Freunde kamen dann doch, komm, noch mal ein schnelles Ding. Dann bist du auch wieder ein bisschen am Start. Dann hast du wieder ein bisschen finanzielle Möglichkeiten. Und ja, so habe ich mich dann wieder belabern lassen und war wieder mittendrin. Und habe ein Jahr wieder, war ein Jahr auf Abwägen. Mhm. Also es hätte eigentlich die Wende sein können, die berühmte 180-Grad-Wende. Die war es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht tatsächlich. Nee, das war so eine 120 Grad oder ja. So. Es war noch nicht radikal. Mhm. Also du warst dann wieder in diesem alten Leben von Drogen und Party und ja, was dazu also gehört. Drogen und Party nicht ganz so schlimm wie vorher. Aber ich war dann auch wieder in diesem, ja, in dem Drogenhandel tätig und es war aber anders als vorher. Mhm. Ich hatte keinen Frieden damit und ich habe auch weiterhin gebetet gehabt, habe aber nicht mehr in der Bibel gelesen gehabt und hatte auch nicht so diesen Halt, hatte noch keine Gemeinde, in der ich war. Dort im Gefängnis hatte ich jeden Tag Gottesdienste, ne? Also man hatte auch diesen Input. Aber es kam ja dann zum Glück nach einem Jahr dann doch die 180-Grad-Wende radikal. Wie ist es passiert, die tatsächliche Wende? Ja, mein bester Freund hier in Hamburg, seine Frau ist schon seit Jahren im Glauben. Mhm. Sie kommt aus Brasilien, ist schon seit Jahren im Glauben und sie hat mich aber gehasst, weil ich eigentlich immer der Buhmann war, der ihren Mann auf Partys mitgenommen hat, wo andere Frauen waren, etc. Aber nun war es so irgendwie, mein bester Freund war in Brasilien, wir haben uns immer gegenseitig irgendwie geholfen, er brauchte irgendwie ein bisschen Geld. Ich habe gesagt, okay, ich bringe deiner Frau was vorbei, sie kann das dann schicken. Und so bin ich dann vorbei. Sie wusste gar nicht, dass ich komme, sonst hätte sie vielleicht nicht aufgemacht. Sie macht die Tür auf, sah mich dort und hat dann auch gleich mit mir gebetet. Und sagte dann, Nils, ich weiß nicht, was du genau machst gerade, aber mein Mann hatte mir erzählt, du bist jetzt auf dem Weg des Glaubens, du hast Jesus im Gefängnis kennengelernt, geh nicht wieder auf den Weg der Sünder. Und hat mir dann den Psalm 1 gewidmet. Und da wusste ich sofort, dass Gott gerade durch diese Frau zu mir gesprochen hat. Und in dieser Nacht habe ich dann wirklich radikal gesagt, Gott, ich möchte nicht mehr so ein Heuchler sein, jedem erzählen, ich habe dich kennengelernt im Gefängnis, aber lebe letztendlich wie ein Sünder frei raus und ich will nicht mehr so leben, ich will wirklich ein Mann Gottes werden, ich möchte
wirklich das Leben, woran ich glaube. Ich möchte ein Vorbild sein, sodass die Menschen wirklich sehen, dass es in mir Veränderungen gab. Und von dieser Nacht an war nichts mehr wie vorher. Psalm 1. Psalm 1. Weißt du noch, was dich da besonders angesprochen hat, was dich da besonders gepackt hat? Das war ja doch ein sehr intensives Erlebnis, ne? Ja, also, dass sie mir das auch irgendwie, obwohl wir jahrelang keinen Kontakt hatten, irgendwie angemerkt hat, dass ich wieder auf irgendwelchen Sachen war, so als hätte sie wirklich eine Botschaft von Gott für mich gehabt. Und dieser Psalm ist halt sehr deutlich, ne? Dass wir nicht auf den Weg der Sünder gehen sollen. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja. Und dass diejenigen, die wirklich nach dem Gesetz Gottes sich sehnen, dass der Weg zum ewigen Leben ist. Ne? Dass man ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist und ewig grün wird. Und so fühle ich mich jetzt, ja, dank dem Herrn. Ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, das ist eigentlich ein total schönes und friedliches Bild auch. Ja. Hast du Frieden in deinem Herzen heute? Absolut. 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 Also Frieden mit meiner Vergangenheit, wofür ich Buße getan habe und die ich auch bereue. Und dadurch ist halt, durch Jesus Christus ist erstmal Frieden mit Gott, dem Vater, in meinem Leben geschehen. Und wenn man Frieden mit Gott hat, dann kann man auch Frieden mit sich selbst haben. Und wenn man Frieden mit sich selbst hat, kann man auch Frieden mit seinem Nächsten haben. Und das habe ich, das versuche ich auch so gut es geht, aufrechtzuerhalten mit jedermann. Klappt natürlich nicht immer, auch ich bin noch kein Engel und nicht perfekt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt nach 10 Jahren glauben, dass Gott mich von Zeit zu Zeit auf jeden Fall seinem Sohn immer ähnlicher gemacht hat und macht. Und auf diese Verheißung vertraue ich auch sehr. Da ist mir Philipper 1,6 zum Beispiel ein Vers, der mir sehr viel Hoffnung gibt, wo er sagt, dass er gewiss ist, dass der das gute Werk in einem angefangen hat, nämlich Gott, der es auch beenden wird oder vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und darauf vertraue ich und das darf ich auch in meinem Leben sehen, dass er wirkt, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Ja, das glaube ich. Nach dieser 180-Grad-Wende kamen da trotzdem noch mal so die Stiche, die Anfragen und mach doch und... Ja, also wir wissen ja, der Teufel, der schläft nicht, ne? Versucht einen, aber jetzt ist da nichts mehr zu holen. Bei dir ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Dieses wirklich, dieser Kern, der diesem schnellen Geld hinterher war in meinem Herzen, den hat Gott mir komplett rausgerissen, hat er mich ganz frei von gemacht. Und ja, auch das Problem, was ich mit Frauen hatte, hat Gott auf eine wundervolle Art und Weise auch wirklich beendet. Er hat mir nämlich eine wundervolle Frau an die Seite geschenkt. Natürlich aus Kolumbien, aus Medellin. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Und ja, mit meiner Frau Kelly bin ich jetzt im September 5 Jahre verheiratet. Und ich habe zwei tolle Kinder. Zwei wundervolle Kinder. Und ich kann Gott einfach nur, wie könnte ich ihn nicht jeden Tag dafür danken und ihn dafür loben und preisen. Ja, ja. Du machst auch Musik. Ich mache auch Musik. Und da gab es, glaube ich, auch einen Wechsel im Namen, unter dem du diese Musik machst. Voll. Auch 180 Grad. Ich habe damals zu meinen wilden Zeiten auch Rap gemacht. Bei meinem besten Freund, von dem ich jetzt auch gesprochen hatte, der hat ein eigenes Label hier in Hamburg, Hamburg Crime. Dort war ich gesigned und teilweise auch mit berühmten Rappern wie Bones MC und Saphir und von 187 Straßenbande war ich dort auf einem Label und ja, habe dort unter dem Namen Dirty mit 3 R Musik gemacht, Rap gemacht und ja, die Texte kann man sich vorstellen, halt Gangster-Rap, wie man das jetzt auch von vielen hört. Und habe dann nach meiner Bekehrung wirklich auch gar keinen Rap mehr gehört, weil ich diesen weltlichen, säkulären Rap einfach nicht, ich kann es mir nicht anhören, was da gesprochen wird. Das ist einfach so ganz anders als das, was ich für das ich jetzt stehe, ne? mit Gott. Und da war eine ganz lange Pause, aber seit vor einem Jahr ungefähr hat Gott mir wirklich aufs Herz gelegt, wieder Rap zu machen. Aber diesmal halt mit dem Evangelium als Botschaft und für ihn.
evangelistisch ausgelegt, um die Jungs und Mädels von der Straße zu erreichen. Und ja, so habe ich jetzt 9 Namen. Real. 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 Mhm. Vor Gott sind alle Masken gefallen. Ja, also das Echte. Das Echte, das die absolute Wahrheit. So heißt auch mein YouTube-Kanal, Real Talk, nichts als die Wahrheit. Da gibt es nämlich nur die Wahrheit, nichts anderes. Ja, auch die biblische Wahrheit natürlich. Und ja, da durfte ich jetzt mein drittes Videosingle durfte ich jetzt releasen. Die heißt Kreuzträger. Mhm. Passend zu dem Merch, was wir jetzt auch rausgebracht haben. Auch die Marke Kreuzträger, wo wir jetzt Shirts veröffentlicht haben, sind erhältlich. Und ja, ich bin einfach nur dankbar, was Gott da macht, weil es wirklich, es erreicht Leute und es verändert auch den einen oder anderen, was man jetzt schon sehen durfte. Denn Rap ist halt nur die Oberfläche, ne? Das ist nur ja, das Medium. Der Kern ist halt das Evangelium und die Jüngerschaft, Menschen wirklich zu Jesus zu führen und sie dann zu begleiten im Glauben. Ja, und so wurde aus dem Dope-Dealer ein Hope-Dealer, wie wir auf dem T-Shirt lesen können. Richtig. Nils, vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast, dass du auch in die Ecken deines Lebens geguckt hast, die man vielleicht gar nicht so gerne nochmal anschaut. Aber du hast uns, glaube ich, allen damit ganz viel Hoffnung geschenkt und bist ein großer Zeuge des Evangeliums. Vielen Dank. Sehr gerne. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.